Die Sonneneruptionen haben ausgeschlagen. In den nächsten 6 Jahren gibt es einen zusätzlichen Impuls für alle Energien, die auf diesem Planeten wirken. Jedes Mal, wenn diese Sonneneruptionen auftreten, kommt es zu Kämpfen. Katastrophale Ereignisse geschehen. Zumindest Segmente der Gesellschaft könnten sich erheben. Die Aktivität der Sonneneruptionen in der Sonne hat maßgeblich zugenommen. Und sie nimmt weiter zu. Vor etwa 17, 18 Monaten hat es angefangen. Wenn sich die Sonneneruptionen verstärken, hat das einen erheblichen Einfluss auf das Magnetfeld des Planeten und die Menge der Strahlung, die auftritt. Es gibt verschiedene Dinge. Ich möchte hier nicht auf die Wissenschaft davon eingehen, aber es hat gravierende Auswirkungen auf alle Planeten. Unser Anliegen ist die Erde. Einige Leute, die vom Mars gekommen sind, sie haben alle ihre eigenen Probleme, aber auf dem Planeten Erde gibt es beträchtliche Auswirkungen. Alles Leben wird davon beeinflusst. Nun noch einmal, denn heute sind wir in der Welt an diesem Punkt gekommen. Nur wenn du glaubst, merke dir das, nur wenn du glaubst, dann verstehst du. Wenn du nicht glaubst, dass du es verstehst, kannst du nichts akzeptieren. Das ist ein sehr lähmender Zustand, aber leider sind die Menschen dahin gekommen. Wenn ich sage, du glaubst, dann verstehst du. Verstehst du wirklich, wie sich dieser Planet dreht und wie er sich um die Sonne bewegt und wie alles funktioniert? Und wie es sich auf deinen Körper auswirkt und wie du am Leben bist und wie dein Atem geschieht, verstehst du wirklich? Aber du hast es im Lehrbuch der 6. Klasse gelesen. Du bist ein Lehrbuchwissenschaftler und weißt alles davon, nicht wahr? Du weißt alles. Nun, im Wesentlichen, außer vielleicht ein paar hochkarätige Wissenschaftler, für die anderen ist Wissenschaft wie Religion, sie glauben einfach. Was in einem Buch gesagt wird, wenn man es glaubt, wird man religiös. Wenn man glaubt, was in vielen Lehrbüchern gesagt wird, wird man wissenschaftlich. Nur sehr wenige Menschen sind echte Wissenschaftler, die wirklich forschen. Für den größten Teil der Menschheit, ich spreche von der gebildeten Schicht, ist Wissenschaft im Allgemeinen daher wie Religion. Die einzige Sache ist, dass man bei der Wissenschaft seine Meinung nach 2 Jahren ändern könnte. Bei der Religion, wenn man sich verändert, wird man gestochen. Abgesehen davon handelt es sich um die gleiche Art von Glaubenssystem. Diese Sonneneruptionen finden also statt. Das autonome Nervensystem wird dadurch stark beeinflusst. Jeder weiß das. Ich weiß das von dem, was in meinem System passiert. Und ich sehe, wie es in den Systemen anderer Menschen passiert. Verdauungssystem, dein Atmungsprozess, deine Verdauungsfähigkeit, deine Fähigkeit zu atmen und aufzunehmen, was du aufzunehmen hast, alles wird von den Sonneneruptionen beeinflusst. Als diese also begann auch das Auftreten der Sonneneruptionen. Und ich spürte bestimmte Dinge in meinem System. Dann erkundigte ich mich bei ein paar Leuten, was passiert da? Es fühlt sich so an. Dann sagten sie, die Sonneneruptionen haben ausgeschlagen. In den nächsten 6 Jahren werden sie auf einem sehr hohen Niveau sein. Die Art von Niveau, die wir zumindest zu unseren Lebzeiten noch nicht gesehen haben. Diese Sonnenaktivität, eine Möglichkeit ist nun, in den indischen Traditionen und in den Schriften und anderen Dingen,
Ich bin kein Experte darin, aber ich weiß, dass es gesagt wurde, dass wenn die Sonnenaktivität derart ansteigt, es viele Todesfälle geben könnte, es Krankheiten geben könnte, es Kriege geben könnte, es zu psychologischem Ungleichgewicht kommen könnte, es könnte viel Aufruhr im menschlichen Leben und viel Unruhe im tierischen Leben geben, in jedem Leben auf dem Planeten, weil es auf dein Nervensystem wirkt, Verdauungssystem, Lungensystem, alles. Fügt es uns nun Schaden zu? Nein, nein. Es ist einfach so. Schau, angenommen der Wind weht. So. Nehmen wir an, der Wind weht aus dieser Richtung. Ist das in Ordnung? Wenn er aus dieser Richtung weht? Okay. Jetzt versuchst du dich dem zu widersetzen. You are trying to resist it. Das wird ein echtes Ärgernis sein. Du wirst nicht in der Lage sein, irgendetwas zu tun, wenn der Wind stark genug bläst. Oder sagen wir, du willst fliegen. Du willst fliegen, wenn der Wind so weht, wenn du dich in den Wind begibst. Ohne viel Anstrengung, ohne viel Treibstoff, wirst du einfach abheben. Aber wenn du versuchst, mit ihm zu gehen, wird dein Flugzeug abstürzen oder dein Segelflieger wird abstürzen, was auch immer du zu fliegen versuchst. Der Wind ist also ein Segen für jemanden, der ihn zu nutzen weiß. Er ist ein Fluch für jemanden anderen, der ihn nicht zu nutzen weiß. Das gilt für jede Kraft im Universum. Mit den Sonneneruptionen verhält es sich ebenso. Tja, ich habe nicht vorhergesagt, dass es eine Pandemie oder so etwas geben wird. Aber ich wusste, dass etwas passieren würde. Denn ich versuche nicht, diese Dinge mit Gedanken zu entschlüsseln. Ich sehe die Dinge einfach, wie sie sind. Ich wusste, dass den Menschen etwas nicht so Gutes widerfahren würde. Im Februar haben wir also das Buch über den Tod veröffentlicht. 8 Jahre war es in Arbeit. Und die Menschen, die daran gearbeitet haben, wollten perfekt sein. Der Tod, wisst ihr. Sie haben daran gearbeitet. Es kam zurück zu mir, ich habe daran gearbeitet, es an sie zurückgegeben. Wieder kommen sie zurück, noch eine Frage, rückwärts, vorwärts. Das geht jetzt schon seit 8 Jahren so. Dann habe ich eine Frist gesetzt. Es muss bis Ende Januar 2020 fertig sein. Und im Februar haben wir es veröffentlicht. Viele Leute in Indien fragen mich, Sadhguru, du wusstest es. Hey, ich bin nicht derjenige, der das Virus von wo auch immer mitgebracht hat. Ich wusste es nicht. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich euch gesagt, dass es kommt. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass etwas nicht gut ist, dass die Menschen durch einige Turbulenzen gehen werden. Wir haben also das Buch über den Tod veröffentlicht und im März starben Menschen überall. Buchstäblich überall auf der Welt. März, April 2020, ihr erinnert euch? Also, diese Sonneneruptionen. Mag sein, sie begannen vor etwa 17 Monaten, was ihre Aktivität erhöhte. Das könnte noch weitere 4,5 Jahre so weitergehen. In dieser Zeit wird die Menschheit Unheil über sich selbst bringen oder wird sie Verwirklichung und Transformation über sich selbst bringen, liegt in den Händen der Menschen. Aus diesem Grund wird Conscious Planet als Bewegung äußerst bedeutsam. Super significant. Wenn du bewusst bist, ist das also eine fantastische Zeit. This is a fantastic time. Weil ich möchte, dass du das verstehst. Nur im Sommer, wenn die Sonne richtig heiß ist, sprießen die Pflanzen regelrecht aus dem Boden. Sie wissen, wie sie die Energie der Sonne nutzen können. Ihr sagt, oh, sehr heiß, Im Winter habt ihr euch natürlich auch beschwert, aber etwas Neues. Jede Jahreszeit gibt dir etwas Neues, über das du dich beschweren kannst.
Ob es sich nun um klimatische Jahreszeit oder um die Jahreszeiten deines Lebens handelt, immer beschwerst du dich über etwas, weil du nicht lernst, wie du sie steuerst. Diese Sonneneruptionen sind also für einen spirituell Suchenden, der seine Energien transformieren möchte. Ach ja, das ist die Zeit, in der alles richtig gut kocht. Ich möchte sicherstellen, dass ich alle Konsekrationen, die ich machen möchte, innerhalb der nächsten 4,5 Jahre abschließe. Weil die Sonne selbst mit mir ist. Wahrscheinlich. Das heißt, nicht hundertprozentig. Das ist sehr wahrscheinlich. Zu 80% liege ich damit richtig. Aber es könnte vielleicht daneben sein. Wahrscheinlich Mitte 2023 bis Mitte 2024. In diesen 12 Monaten oder zumindest 9 Monaten könnte es auf seinem Höhepunkt sein. Werden wir also in dieser Zeit der Welt Verwirklichung oder Katastrophen bringen? Oder werden die Länder anfangen, sich gegenseitig zu beschießen? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne sehen, dass etwas sehr Positives und Wunderbares geschieht. Aber ich bin nur ein Mensch. Bin ich nur ein Mensch? Warum hält ihr dann still? Ich bin nur ein Mensch. In alten Zeiten in Indien wurden bestimmte Yogis als Sahasranga bezeichnet. Das bedeutet, dieser Yogi hatte 1000 Arme. Habe ich die? Only 1000? Nur 1000? Hey, du hast gesagt, du hast eine Armee. Ich habe dieses Wort gehört. Eine Armee nimmt Befehle entgegen. Was auch immer. Ja, Sir. Jedenfalls. Ich will kein Ja, Sir von dir, aber ich will, dass du zur Vernunft kommst, denn die nächsten Jahre werden für diesen Planeten eine aufgeladene Zeit sein. Werden wir diese Ladung zur Transformation, Verwirklichung nutzen? Oder werden wir aufeinander einstechen, uns gegenseitig umbringen, uns etwas Schreckliches antun, weil in unserem Körper ein Impuls stattfindet? Wenn wir keinen Gleichmut haben, dann werden wir uns gegenseitig schaden. Das ist, wo wir stehen. Ihr werdet es beobachten, wie es fortschreitet. Und es gibt heute genügend wissenschaftliche Studien, die dies belegen, dass es diese Sonneneruptionen wurden in der Vergangenheit im yogischen Kalender vermerkt. Immer als die Sonneneruptionen eine bestimmte Stärke erreichten, es passiert ständig, aber zu bestimmten Zeiten. Ich glaube nicht, dass es dafür einen bestimmten Zeitplan gibt. Es passiert einfach, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich herausgefunden hat, warum das passiert und warum das Zeitintervall so ist. Denn die Zyklen könnten sich über Millionen von Jahren erstrecken. Es gibt hier niemanden, der das genau beobachten kann, warum dies zu einem bestimmten Zeitpunkt geschieht. Unsere Beobachtungen erstrecken sich über wenige Jahrhunderte, wir wissen es also nicht wirklich. Aber wann immer diese Sonneneruptionen auftraten, erhoben sich bedeutende Yogis in dieser Kultur. Gleichzeitig fanden Schlachten und katastrophale Ereignisse statt. Manchmal geschahen Erdbeben, weil die magnetischen Kräfte im Planeten und die thermischen Kräfte im Kern des Planeten von den Sonneneruptionen beeinflusst werden. Wenn also ein Vulkan ausbricht, wenn du von der Tribüne freie Sicht auf einen Vulkan hast, der mit Volldampf ausbricht, was für eine fantastische Aussicht. Das willst du nicht verpassen, oder? Nur wenn du am Fuße des Berges bist und du wirst Teil des geschmolzenen Steines, das ist keine gute Sache. Daher, jede Kraft in der Welt ist so. Wenn nun so etwas passiert,
sollten die Menschen auf diesem Planeten die Weisheit haben, sich selbst an den richtigen Ort zu bringen, damit diese zusätzliche Kraft, die auf diesem Planeten ausgeübt wird, zu unserem Vorteil wirken kann. Deshalb wird es äußerst wichtig, jeden Aspekt deines Lebens anzugehen. Andernfalls wird es Schmerz geben, es wird Tod geben, es wird Probleme geben. Wenn wir schon nicht die ganze Welt verändern können, auch das sollte bei dem heutigen Stand der Kommunikation nicht unmöglich sein. Denn nie zuvor konnten wir mit Menschen so kommunizieren, wie wir es heute können, aufgrund der Technologien, die wir haben. Durch die Nutzung der Technologien und der Sonneneruptionen können wir diese nächsten 4,5 Jahre zu einer großartigen Zeit für die Menschheit machen. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann zumindest Segmente der Gesellschaft, Segmente der menschlichen Bevölkerung könnten sich erheben. Bei denjenigen, die es nicht nutzen, wissen wir nicht, wie es weitergehen wird. Es ist nicht so, dass eine weitreichende Katastrophe eintreten wird, dass Erdbeben passieren werden, Überschwemmungen passieren werden. Es ist nicht unbedingt so. Aber es gibt einen zusätzlichen Impuls in Bezug auf alle Energien, die auf diesem Planeten wirken. Die geomagnetischen Kräfte und nukleare Strahlung und der magnetische Schweif, der sich hinter der Erde befindet und die Art und Weise, wie der Mond mit dem Planeten in Beziehung steht und wie er diese Energien der Eruptionen auf die Erde umleitet, was es bewirkt, all diese Dinge werden in irgendeiner Weise stimuliert. Wenn ein zusätzlicher Impuls auftritt, wie neulich, als ich mit dem Motorrad unterwegs war, auf dem Motorrad, heutzutage sind das alles moderne Motorräder. Als ich gefahren bin, gab es nur einen Modus, meinen Modus. Heute gibt es verschiedene Modi, Offroad-Modus, Regenmodus, Touring und Sport. Ich lasse ihn immer im Sportmodus, egal was ich fahre. Denn ich will ihn mit voller Leistung. Wenn ich also unterwegs bin, entweder in Indien oder neulich hier, als ich fuhr, nun, das Hinterrad schlingert ein wenig, weil es Hochleistungsmotorräder sind. Wenn du den Regenmodus einschaltest, wird es reduziert. Wie weit will heißen, es liegt bei etwa 160 PS. Für ein Zweirad ist das eine Menge. Wenn man es in den Regenmodus schaltet, werden es 90 PS, sodass es sicher wird. Aber du weißt, ich bin kein sicher. Ich sterbe vor Langeweile, wenn es sicher ist. Also belasse ich es im Sportmodus und fahre im Regen. Daher läuft es ein bisschen komisch. Das Hinterrad geht ein bisschen. Aber wenn zusätzliche Kraft vorhanden ist, kannst du Dinge tun, die du ohne die nötige Kraft nicht tun kannst, nicht wahr? Im Moment ist es also eine solche Situation. Es gibt auf dem Planeten alles extra und es wird in den nächsten Jahren noch ansteigen. Wenn das passiert, können wir uns entweder die Knochen brechen oder wir können uns erheben. Es ist mein Wunsch, dass sich alle erheben.